noch in die Stille, da klingt die Hoffnung der zweiten Strophe. Eine Strophe, in die sich Jesus stumm reinfallen lässt. Er hat keine Kraft, sie zu singen, aber im Kopf geht es weiter im Takt. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen.